Dieses idyllische Plätzchen mitten in Haidhausen bleibt verschont. Laut den aktuellen Planänderungen der Deutschen Bahn wird die zweite Stammstrecke nämlich hier nicht durchrauschen. Der Grund? Zwischen den beiden Gleisröhren soll nun noch eine dritte Röhre entstehen, die als Rettungs- und Fluchtweg dienen soll. Dadurch fallen 4 von 8 Rettungsschächten weg, die mitten in der Innenstadt gebaut worden wären. Sodass wir eben im Endeffekt 5 Rettungsschächte aus dem kritischen Innenstadtbereich wegbekommen haben. Insbesondere der Rettungsschacht in der Kellerstraße, Milchstraße, Püttrichstraße, der wäre schon eine harte Probe gewesen für die Bürger dort. Die Haidhausener freuen sich über die Planänderungen. Die Geigenbauerin Lisa Helmich beispielsweise hat ihren Laden direkt dort, wo der Rettungsschacht eigentlich gebaut worden wäre. Und auch die Konditorei Wölfel wäre von den Bauarbeiten des Rettungsschachts massiv betroffen gewesen. Wenn das da draußen mit die ganzen LKWs gewesen war und Baustelle und wahrscheinlich dann noch so eine Wand davor, da kann man draußen bei uns nicht mehr sitzen. Und von daher war das ganz total negativ gewesen fürs Geschäft. Ich hätte wahrscheinlich einen 50% Ausfall gehabt. Bestimmt. Das hätte ja eigentlich alles gestört, gerade das Arbeiten. Ich meine, wir müssen uns ja viel auf den Klang auch konzentrieren. Dann bleibt der Platz, wie er ist. Ich meine, schön finde ich das schon, ja? Natürlich. Möglich geworden ist diese dritte Röhre aufgrund einer Änderung im EU-Recht. Bisher musste bei unterirdischen Bauten alle 600 Meter ein Rettungsschacht gewährleistet sein. Das neue CSM-Verfahren der EU ermöglicht nun eine Alternative zu diesem Rettungskonzept. Zürich hat es zum Beispiel schon auch gemacht oder auch die großen Tunnels durch die Alpen, die haben das alle, einen zusätzlichen Tunnel als Rettungs- und Erkundungsstollen. Wir sind jetzt die Ersten in Deutschland, die das auch so umsetzen, aber durch unsere Innenstadtlage bietet sich das einfach an, weil einfach jeder Rettungsschacht, der an die Oberfläche kommt, verursacht Probleme. Neben dem Bau der dritten Röhre gibt es noch 2 weitere Änderungen bei der zweiten Stammstrecke. Zum einen wird eine neue U-Bahn-Linie, die U9, gebaut. Zum anderen soll der Ostbahnhof samt Streckenführung verlegt werden. Weg vom Orléansplatz rüber in Richtung Werksviertel. 2 Jahre soll deshalb länger gebaut werden. Kostentechnisch bewege man sich laut Deutscher Bahn aber nach wie vor in dem Puffer der insgesamt 3,8 Milliarden Euro.